Hallo! Ich stehe hier und denke, sehe gerade, dass mein Kopf jetzt auch verdecke ich den Bären besser. Oder auch nicht. Ich stehe hier und wie so oft werde ich jetzt etwas konsumieren. Und heute werde ich mal nicht essen, sondern etwas trinken. Und zwar etwas ganz Mysteriöses. Mysteriös, nämlich das hier. What the Fanta? Fragezeichen oder auch nicht oder Hashtag What the Fanta. Ich habe keinen Schimmer. Ich habe mir gedacht, was ist das? Ich war im Supermarkt mal vor einer Weile. Die gibt es wohl schon länger. Ich habe es nicht mitbekommen. Jetzt gibt es vielleicht nicht mehr lange. Wer weiß das schon? Irgendwie Promo-Aktion gab es letztes Jahr wohl auch schon mit einer grünen. Jetzt ist es eine blaue. Also es ist eine Fanta-Sorte, die einen geheimen Geschmack hat, den man jetzt rausfinden muss. Und da gibt es irgendwie eine Gewinnspielgeschichte mit einer Detektivsache, irgendwas. Also interessiert mich jetzt nicht weiter. Oh, sechs. Sehr schön. Sechs Portionen steht hier. 1,5 Liter, eine Portion ist also 1/4 Liter. Es ist interessanterweise, was steht hier? Ohne Zucker steht hier. Ohne Zucker. Dann steht hier vorne drauf, Fanta enthält von Natur aus Zucker. Ja, was jetzt nun? Also wirklich, hier steht ohne Zucker. Und hier steht, wo steht's? Da steht's. Vielleicht da kann man es erkennen. Von Natur aus Zucker. Ja, was jetzt nun? Ich weiß nicht. Also. Angeblich kalorienarm bis frei, 3 Kalorien pro Portion, 7 Kalorien pro 100 Milliliter. Ist nicht ganz so wenig, wie es andersweitig gibt, aber ist gut genug. Was natürlich auch ganz toll, ich wusste nicht, also bei Schwipschwapp und Pepsi hab ich es ja schon gesehen, aber hat Coca-Cola jetzt auch so bescheuerte Flaschenformen oder ist es jetzt hier halt wegen What the Fanta? WTF? Hahaha. Was für ein cooler Gag. Ja, wie auch immer. Also jedenfalls, es ist ein Getränk. Ein kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit exotischem Fruchtgeschmack. Mit Süßungsmitteln. Also es ist ein exotischer Fruchtgeschmack, aber welcher? Ich habe keine Ahnung. Blaubeere vielleicht? Es ist auf jeden Fall blau, ne? Inhaltsstoffe sagen ja auch nicht. Viel Zitrone ist irgendwie mit drin. Gut, schauen wir mal. Ich hoffe mal, das sprudelt nicht. Keine Ahnung, sprudelt Fanta? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Kommt kühl aus dem Kühlschrank. Man sieht vielleicht ein bisschen die Kondensspuren. Ich habe es jetzt auch genommen, damit ich endlich wieder Platz für meine normalen Getränke habe. Ein bisschen mehr. Mein Kühlschrank ist so voll. Oh, es riecht ziemlich süßlich wie ein Energy-Drink. Ich weiß ja nicht. Dann schauen wir mal. Es ist, wie man unschwer erkennt, tatsächlich blau. Ziemlich blau. Sehr blau. Es ist also blau. Sprudelig blau. Riecht blau. Probieren wir halt mal. Ob ich jetzt, dann vielleicht bin ich danach auch blau. Ah, fantastisch. Naja. Ich habe geguckt, ich habe tatsächlich ein bisschen Research gemacht, was das eigentlich sein soll. Es gibt wohl wichtige YouTuber mit besseren Geschmacksnerven wie meinen, die meinen, sie wissen, nach was das schmeckt. Ich sage aktuell, ich habe keine Ahnung. Mir kommt es fast ein bisschen zu kühl vor, dass es die Kälte den Geschmack überdeckt. Klingt komisch, fühlt sich aber so an. Also eben habe ich gar nicht so im Kopf, dass Fanta so relativ sprudelig wirkt. Also es hat nicht gesprudelig, aber es prickelt relativ stark. Vielleicht hätte ich es erst aufmachen und Lack werden lassen sollen, damit ich dann den Geschmack besser so ertesten kann. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Artikel gesehen, da steht irgendwas, es gibt angeblich drei Geschmacksnoten. Fruchtig, cremig und tomatig. Hä, was? Es ist doch nur ein Getränk. Was, wie, wo? Also Fanta selber schreibt nichts von verschiedenen Geschmacksrichtungen. Keinen Schimmer. Außer ich habe es übersehen.
Also es schmeckt nach keiner Frucht, die mir jetzt spontan irgendwie bekannt vorkäme. Schmeckt eigentlich eher ziemlich leer, finde ich. So, da habe ich quasi eine Portion hinter mir und ich habe keinen Schimmer, was ich da getrunken habe. Ist schlecht. Also gut, probieren wir halt noch ein Glas. Dann gebe ich auf, wenn ich bis dahin nichts weiß. Oder vorher. Ich meine, die Flasche muss mal weg, das ist halt nicht zu ändern. So wird es sein. Also man kann es trinken, das ist kein Thema, aber irgendwie, ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie spannend, exotisch, cool, irgendwas. Es ist halt irgendwas. Es schmeckt auch nicht Energy Drink, Kaugummi, pappsüße, Gummibärig. Es schmeckt einfach ein bisschen Lack, also lasch. Irgendwie so Wasser mit ein bisschen Geschmack drin, aber welcher? Nee, blaue Zunge habe ich zumindest nicht. Also falls wieder warten, der Ton drauf ist, gerade draußen kommt, zieht gerade ein Gewitter auf. Soll mir recht sein, vielleicht kommt es auch wirklich mal ein bisschen ohne übergelaufenen Keller, wäre natürlich ganz nett, aber abkühlen wäre gut. Entschuldigung. Nee. Also es ist ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen bitterer Geschmack. Ein ganz leichter Touch Bitternis drin. Aber unter fruchtig verstehe ich was anderes. Also, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Wirklich nicht. Also, nur, ich werde sicher keine zweite Flasche mehr kaufen davon. Das macht keinen Sinn. Es schmeckt nicht in irgendeiner Form cool, geil, spritzig, anregend, irgendwas nullo. Für mich ist das nur einfach ein bisschen verwässertes irgendwas. Ich bin mir recht sicher, dass ich schon mal im Zuge meiner hochintensiven Drinking-Aktivitäten Fanta-Version Fanta-Sorten hatte, die auch irgendwie interessant waren. Ich glaube, eine Ananas zum Beispiel mal, aber hui, jetzt kommt der Wind auch noch. Sehr gut. Aber das hier ist ja. Also, mir fällt dazu nichts ein, außer das ist also eine Flasche. Wer es unbedingt probieren will, nur zu. Wer dann mir sagen kann, nach was es jetzt eigentlich geschmeckt haben sollte, gerne, lasst es mich wissen. Aber ich finde, das schmeckt nach ziemlich gar nichts so richtig und vor allem kein bisschen für mich interessant. Also, ich werde diese Flasche pflichtbewusst wegtrinken, weil wegschütten ist Verschwendung. Und es ist jetzt auch nicht schlimm, aber es schmeckt halt auch nicht irgendwie reizvoll. Und deswegen, ich habe meine Pflicht getan. Und ihr auch. Wenn ihr hier geklickt und geschaut habt. Wenn nicht, dann habt ihr eure Pflicht vernachlässigt und ich bin traurig und hoffe, bis zum nächsten Mal wird das wieder anders. Tschüss.